Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, zurück bei Let's Play Diablo. Ja, wir haben ja gerade in der letzten Folge von Griswold eine neue Klinge bekommen, Griswold's Edge. Ein schönes Schwert, na, Damage 4 bis 12, zusätzlich obendrauf noch Firehit Damage und noch ein paar schöne Extras dabei. Dann werden wir uns... Scroll of Infravision, die kann man natürlich verscheuern. Gleich auf den Weg zu Adria machen und mal sehen, ob die neuen Lesestoff für uns bereithält. Bisschen Kohle haben wir hier wieder beisammen. Vielleicht reicht das ja für eins der Bücher, die sie uns anbietet, wenn sie uns denn ein Buch anbietet. Die gute Adria ist da ja manchmal etwas zurückhaltend. So, die Scroll of Infravision verkaufen wir erstmal. Machen wir mal ein bisschen gut Wetter bei der Dame. Oh, und dann schauen wir mal, ob es was gebracht hat. Scroll of Fireball, Scroll of Chainlighting, Scroll of Golem. Nee, leider nur Scrolls heute im Angebot, die Dame. Zu schade. Okay, nehmen wir aber trotzdem zwei kleine Potions of Mana. Zwei Potions of Full Mana. Damit sollten wir da wieder halbwegs ausgerüstet sein. Und dann schauen wir noch bei Pepin vorbei. Oh, Momentchen mal. Potion of Full Rejuvenation. Mich interessieren eher die kleinen. Scrolls of Healing können wir auch noch ein paar gebrauchen. Da haben wir ja in der letzten Runde auch ganz schön zugeschlagen. So, dann schauen wir noch bei Pepin vorbei. Bevor wir uns... Ja, Level 11 sind wir, glaube ich. Ja. Bevor wir uns dort wieder hineinstürzen. Das Abenteuer. Zack, 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 zack. Komm schon. Ja. Es ist leider kein Rennen möglich hier in Diablo. Das war halt damals so die Zeiten. Receive Healing by Items. So, eine kleine Potion of Healing. Potion of Rejuvenation. 2 und... Scroll of Healing. Scroll of Healing. Scroll of Healing. So, damit denke ich mal, sollten wir gerüstet sein, um nochmal in die Dungeons, hoppala, hinabzusteigen. So. Sortieren wir uns das hier mal ein bisschen wieder. So, und die Kohle. Jawohl. Kann man dann auch wieder hier oben liegen lassen. So, das war wieder bei Adria auf den Bücherkauf gehen können. Zack, Spielstand abgespeichert. Und dann zurück durch unser Portal. Oh, in den 10. Level, genau. Wir sind hier am Abstieg zum 11. Jetzt geht's abwärts. Na, nun sind wir über den Berg, jetzt kannst du nur noch abwärts gehen. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Okay, wir sind immer noch in den Caves. Hier schön relativ sicher in einer Ecke. Und da kommt schon der erste Gegner. Den lassen wir aber gar nicht erst zum Angriff kommen. Was seid ihr denn? Die Cave Vipers. Okay. Die brauchen ziemlich viel Feuer. Mal sehen, wie die auf Blitze reagieren. Und das wird mir hier ein bisschen voll. Deswegen... Okay. No. Okay. Haben wir uns hier erstmal Ruhe verschafft? Halleluja. No. Ein Gezitzel und Gebritzel, eine ganze Menge unserer Vorräte hier aufgebraucht. Wir werden uns mal gleich wieder heilen. So, und dann warten wir mal, bis hier alles abgebrannt ist und dann schauen wir mal nach der Beute. Ein Skimitar, eine Leather Armor
Eine große Axt, sehr schön, haben die hier gedroppt. Gold und sicherheitshalber gleich nochmal abgespeichert. So, und ich glaube, wir werden die Biester hier mit Blitzen fertig machen müssen. Jawohl, davon reichen zwei. So. Na komm schon, leg dich lang, Bursche. Jawohl. Ach, okay, da kann er ja nicht vorbei. Sehr schön. Die können also auch nicht über die Lavagräben rüberspringen. Das passt. Und wenn du da so stehen bleibst, dann wirst du halt gezitzelbritzelt. Und du auch. Oh. Sieht ja soweit erfreulich gut aus. Hier scheine ich also klar zu kommen. Schön ist natürlich, wenn wir hier nochmal den schon mal einen kleinen Feuerschaden vorneweg verpassen können. Ja. Und auch du musst durch die Feuerwand und kriegst dann hier nochmal einen verpult. Jo. So. Schauen wir mal weiter. Ganz vorsichtig hier. Vielleicht können wir noch weitere Gegner in die Feuerwand hineinlocken. Solange diese noch steht. Ansonsten müssen wir hier einfach mal durch. Okay, da sehen wir schon die nächsten. Ja, und da die aber hier nicht rüberkommen über den Lavafluss, können die uns erstmal gestohlen bleiben. Oh, da ist er ja schon. So. Ja, das Wunder der Elektrizität. So, schauen wir mal hier weiter. Ganz vorsichtig. Dass wir hier den Level erstmal so am Rand abklappern alles. Hier haben wir nochmal schön Healing Potion abgegriffen. So. Okay, passt ja auch, dass wir die mit Feuerbällen hier fertig machen können, wenn sie so schön dastehen. Oh, das war halt nur der Boss. So, hier liegt noch Geld, das ich gerne mitnehmen möchte. Und ja, die schlagen ganz schön zu, wenn sie einen denn erwischen. Okay, was regt sich da hinten? Okay, da sind wieder die Biester, die Anlauf nehmen. So. Und du kriegst auch gleich ein paar Feuerbälle ab hier. So. Auch das. Und zack, gespeichert. Und dann schauen wir uns mal um, was wir hier so für Spuren hinterlassen haben. Zack, den hier können wir noch heilen. Sollten wir uns in Zukunft vielleicht auch wieder eher mit Magie. Aber können wir ja dann noch umschalten. Ja, weil hier sind sie rausgekommen. Aber hier hinter verbirgt sich dann auch nichts weiter. So weit, so gut. Hier nochmal kurz reingelinst. Das auch nichts. So, ist hier jetzt Ruhe. Okay, und jetzt müssen wir aufpassen, wir haben keine Scrolls mehr, deswegen den Heilzauber auf die 8 legen und okay. Müssen wir hier aufpassen. Ja, gleich nochmal abgespeichert. Das war, falls wir hier vom nächsten Gegner umgenietet werden, dass wir doch noch aus der Affäre ziehen können. Oh, da kommen sie wieder an.
Soweit, so gut. Okay, und einfach nochmal, zack, gespeichert. Mana aufgefüllt. Ja, jo. Und dann machen wir uns hier auf den Weg zurück. Ja, weil dieser Teil ist hier auch soweit abgeschlossen. Ja, erfreulich gut. Sieht das ja soweit aus. Dann geht's hier weiter. Nächster Gang hier rein. Schauen wir mal. Hier ist weiter nichts. Dann lassen wir uns mal blicken. Okay. Okay, upsa. So, hier, zack. Rechtzeitig doch noch umgeschaltet. Oh, das Geld nehmen wir auch noch mit. Zack, heilen und... So, kenne ich jetzt hier gar nichts. Da wird hier einfach mal durchgesemmelt. So. Na komm schon, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Und wird dann auch gleich gegrillt. So, noch mal wieder so ein... Zack, der kriegt auch von vornherein erstmal seine Feuerbälle hier ab. Ach, da steckt doch noch einer. So. Wunderbar, Kiste hier aufgemacht. Geld eingesammelt. Oh, da haben wir wieder so ein Gehege. Mal sehen. Okay, da kommt erstmal so eine Cave Viper. Zack, die britzeln wir mal durch. Und haben wir damit auch gleich hier den Käfig aufgeräumt. Sieht so aus. Ne? Jawohl, da kommt er. Und zack. Einmal erledigt. Hat er hier was fallen lassen? Das hörte sich so an, als ob der eine Schriftrolle hat fallen lassen. Okay. Dann... Okay, da kommt schon wieder einer. Aber der muss hier durch die Tür durch. Zack. Und den anderen auch hier sauber aufgestellt. Und erwischledigt. Nicht nur erwischt, sondern auch erledigt. Haha. Den Burschen. So, und ich glaube mal, hier in der Ecke ist ein gutes Plätzchen, um sich ein Tornportal hinzustellen. Denn wir haben ja unsere Vorräte hier fast erschöpft. Lassen wir uns wieder nach Hause an die Oberfläche begeben zum nächsten Einkaufsbummel. Oh, schauen wir standardmäßig erstmal bei Kane vorbei. Jawohl, der ist Scimitar. Damage 3 bis 7. Der soll erstmal identifiziert werden. Pearl Scimitar. Resist Magic. Okay, interessant. Aber eben zum Verkaufen. Die Great Axe sowieso nichts für mich. Nichts für mich. Ja, aber bringt Kohle, wenn wir sie Griswold anbieten zum Verkauf. No, 773 ist schon mal ein Wort. Die Hard Leather Armor auch nochmal 112. Und die Axe 1300 Goldstücke. Sieht soweit gut aus. Repair Items. Oh, lassen wir unsere Sachen hier immer schön in Top-Zustand halten. Und dann machen wir uns auf den Weg zu Adria, der Hexe. Und mal sehen, was die aus ihren Bücherregalen für uns diesmal rausrückt. Da war sie ja letztes Mal ein bisschen sparsam. Hatte nur ein paar Schriftrollen für uns, die gute. Dann schauen wir mal. Oh. So, Mädel, komm her, sag an. Haben wir was? Nee, brauchen wir voll mal. Da ist nichts zum Verkaufen. Und was bietet sie uns an? Scroll. Alles, nee, ist nichts. Mädchen. So, dann decken wir uns hier erstmal wieder ein. Für den nächsten Ausflug. Portion of Rejuvenation nehmen wir gerne eine mit. Full Rejuvenation haben wir dabei. Roll of Healing eine noch dabei. Dann sind wir bei der Name auch soweit fertig. Und dann geht's noch auf zu Pepin, dem Heiler.
Lassen wir uns da wieder auch auf Vordermann bringen. Ja, komm schon, Bursch. Es ist halt hier mit dem Laufen doch ein bisschen ein Kreuz. Ne? So, erstmal Receive Healing und dann ja, zwei kleine Potions of Healing. Zwei Full Potions. Und Scrolls. Nehme ich halt gerne statt der Full Potions, da sie mich auch fast vollständig heilen, aber eben nur 50 Goldstücke kosten. Nachteil ist eben das Handling. Ja, so ein Trank wirkt halt sofort auf Tastendruck und für eine Scroll brauche ich halt zwei Tastendrücke. Ich muss halt auf den Zauber erst umschalten und dann klickrechte Maustaste. Ja. Aber soweit, so gut. Sortieren wir uns das Ganze hier erstmal wieder zurecht. So. Die Scrolls hier auch noch alle rein. Und das Geld abgelegt. Zack. Und dann sind wir auch schon wieder so weit, dass wir uns auf die nächste Tour begeben können. Zack, 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 zack. Auf zum Town Portal. Und ja, ich würde sagen, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Wird diese Folge vielleicht einfach mal ein bisschen kurz. Soll aber soweit nichts machen. Bis zur nächsten ist es ja nicht allzu weit. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Bis dahin. Adieu. Mit Ö.